Soul Axiom. Oder Exlom. Nee, Axiom. Das Seelenaxiom. Von Newton. Ach, scheiße. Das wird das andere wieder noch an. Nee, ist es nicht, weil der Stecker nicht drin ist. DVI. Oder U. U. So ein Ladebalken ist auch geil. Okay, start new game. Mal sehen, was uns hier erwartet. Hast du schon mal bei Kickstarter irgendwas gebackt? Ja. Gebackt? Zwei Sachen. Was denn? Jetzt einmal Yooka-Laylee. Was ist das? Das neue von den X-Rare-Leuten. Mhm. Dann Banjo-Kazooie-Nachfolger. Und habe ich noch was gebackt? Weiß ich gar nicht. Irgendwas habe ich, glaube ich, schon mal gebackt. Krasse Ladezeiten. Wie bei Bloodborne. Oh, Ego. Hallo. Ego im N64-Style. Ein bisschen, ja, nicht N64. Aber ja, doch ein bisschen N64 ohne Nebel. Mit Lance Flair. Gab's auch beim N64. Aber nur mit der Expansion Pack. Hier ist Wasser. Geh ich besser nicht rein, ne? Was meinst du, was vermutest du für ein Genre dahinter, jetzt so nach den ersten Sekunden? Mystery Puzzler. Könntest du wohl ins Wasser springen? Oder ist, probier mal. Oder ist das tot? Also, ja, kein Ding. Sieht auch ein bisschen aus wie diese alten frühen Shooter, so Quake und Hexen, ja, und Heretic und so. Ja. Ich habe nie verstanden, was der Unterschied zwischen Hexen und Heretic ist. Ich dachte immer, das heißt Heretic. Ja, heißt es auch. Oh nein. Oh nee, nicht springen. Kannst du noch irgendwas anderes außer laufen, also hüpfen oder springen oder vor dieser gewaltigen Prüfung? Geh gleich nach links oder rechts oder ins Loch. Da waren wir mit Füßen. Ich finde, mit Mystery Puzzler bin ich schon nicht so schlecht dabei. Was willst du denn sagen? Vollkommen verwirrt. Alles klar, du hast jetzt eine Knochenhand und eine leuchtet blau. Nu? Kannst du damit jetzt irgendwie mit R oder was irgendwas schießen? Oder? Ah. Ja, ich hab, sieht komisch aus. Ich bin Jedi. Ist halt eine Mischung aus antiken Tempeln und Tron. Mhm. Sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich finde aber diesen ganzen Tron-Style finde ich nicht so cool. Findest du das cool? Och, das. Guck mal, eine Kugel ist stecken geblieben. Das bist du auch zermatscht worden, weil du echt noch stehen geblieben bist. Tron. Hast du Tron mal geguckt? Press ZR to face objects out. Nee, hab ich nicht geguckt. Jetzt sieht's aus wie Serious Sam. Sieht auf jeden Fall nicht mehr aus wie ein Film. Eine Mischung aus Heretic, Serious Sam, Tron und Alter Tempel. Das ist eine Muschi. Was bist du denn? Nee, ein Auge. Entschuldigung. Mach mal hier schießen mit der rechten Hand. Ja, kann ich hier mit Y öffnen. He has given you two hands, one to give and the other to receive. Die linke Receive auf jeden Fall. Und die rechte Give. Wie bei den politischen Ansichten. Mit Gewalt, ne? Die Rechten geben Gewalt, die Linken empfangen sie. Das ist überhaupt nicht wahr. Also teilweise ist es manchmal wahr, aber umgekehrt ist es. Genauso wie umgekehrt. Umgekehrt ist es wirklich genauso wahr. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ach, schade, oder? Ich dachte, ich könnte da. Kein Fallschaden. Was ist denn hier los? Das ist ja wirklich. Mystery Puzzler ist wirklich perfekt. Gobi Gobi Valley. Ist da ein Teppich? Da kommt ein Wasserfall. Warum ist denn hier eigentlich niemand? Das ist mir gerade ein bisschen zu open, um irgendwas zu machen. Ich meine, da ist Laser. Und hier geht es aber noch stundenlang weiter bis in eine andere Stadt. Hier ist noch Vater Morgana. Hau dir die Pfütze rein, bevor du nichts mehr zu trinken hast. Das ist keine Vater Morgana, ist echt. Ich verstehe das nicht. Was soll denn das überhaupt? Ist ja auch ein bisschen so ein neuer Trend, ne? Den so Demon's Souls, Dark Souls reingebracht haben.
nicht so viel erklären. Ja. Einfach mal selber irgendwie entdecken lassen. Ist auch nicht schlecht. Ist halt, so ein bisschen Experience. Und es ist wirklich, gibt einem dieses Gefühl von Spielen von früher wieder, die man einfach mal ausprobiert hat, ohne zu wissen, was da eigentlich passiert. Ich finde aber, glaube ich, hier gerade voll bescheuert. Ich finde aber, das sind immer so Spiele, da muss man auch wirklich Bock drauf haben. Und das sind so welche, die kann man nicht zwischendurch spielen. Da muss Nein, man die muss man sich einlassen. Und sich und Zeit dafür nehmen. Sie müssen wirklich gut gemacht sein. Weil wenn die gut gemacht sind, dann geht das ja auf. Aber wenn es halt dann ein schlechtes Spiel ist, dann ist alles verloren. Guck mal, vielleicht kann ich hier eine Brücke hinmachen, indem du receives mit links. Ja. Ja, okay. Cool, schon so mystery ist es gar nicht mehr. Pong und ich haben das Rätsel geknackt. Jetzt ist alles völlig klar. Das ist wie bei Mickey Epic so ein bisschen. Weißt du, mit dem Pinsel. Ich habe Mickey Epic nie gespielt. Da oben kannst du bestimmt was hinmachen wieder. Links da. Uns wegnehmen. Nee, hinmachen. So, hier brennt auf jeden Fall die Lasergrütze. Nochmal. Zieh mal. Nee, wenn du da. Nee, links. Also das. Ja, das zieh mal jetzt. Oh, mir wird schwindelig. Das hat sich gedreht. Jetzt geht jetzt der Laserstrahl. Der Laserstrahl dahin. Okay, ich glaube, wir haben einen Eindruck bekommen, ne? Jein, also so ganz grob wie die Mechanik funktioniert schon, aber ich weiß noch nicht, was das Spiel von uns will. Es will, dass wir diese bizarre Welt erkunden. Und dass wir da die Rätsel lösen, oder? Ja, und Dinge bewegen. Es ist vielleicht so ein bisschen wie Mist. Mhm. Das heißt, du kannst auch gleich von da oben aus machen, du musst nicht immer... Das ist eine Mischung aus Serious Sam und Mist. Das hat von nix von Serious Sam. Doch, das Setting, weißt du? Wo sind denn die stumpfen Gegnerhorden, die du niedermähst? Nein, diese Wüste. Und es sieht so ein bisschen so aus wie das erste Serious Sam, optisch. Und die Musik klingt wie Banjo-Kazooie. Dim, 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 dim. Ja, okay. Man kann stundenlang hier rumrennen. Und vielleicht ist es gut, wir wissen es nicht. Wir haben die Idee, wie das... Das ist schwierig zu ranken. Das ist sehr schwierig zu ranken. Da muss ich mich, glaube ich, ein bisschen länger mit beschäftigen. Aber wir haben auch einfach viele Spiele und die meisten sind Hits. Ja. Das ist der Bele-Bele-Bele-Bele-Bele-Besitz. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, guckt euch unsere Bele-Besitz-Videos auf unserem Kanal an. Oder und, nicht oder, nur und. Oh, die schlimmste Sackgasse. Die Throne of Games-Videos bei den Nutzen-Nerds, zu denen wir, wie ich heute erfahren habe, selbst gehören. Völlig neu. Ja, ich vermute das, oder nicht? Ist auch naja, es ist ja auch nicht so, dass nur weil Fettes Brot mal vor Die Ärzte gespielt hat, dass Fettes Brot zu Die Ärzte gehört. Oder was? Okay, wir machen das nächste Spiel. Ja. Ich glaube, das ist nicht Platz 1, deswegen wird nach diesem Spiel noch was kommen. Ich glaube auch. Rife ist von einem uns bekannten Team, nämlich von Two Tribes. Und Two Tribes haben Tokitori und Rush und Edge gemacht. Tokitori? Ja, und Tokitori 2. Das ist doch nicht Picknick. Woher wusstest du denn jetzt schon, von wem das ist? Habe ich neulich mal geguckt, das war der einzige Entwickler, den ich kannte. Alles klar. Und alle Spiele, die von Two Tribes bis jetzt gespielt haben, haben mir ganz gut gefallen. Jump, Move, Fire, Aim, Hack. Hack. Also Jump, dann links oben, Fire rechts oben. Aim und Main Stick. Aim mal. Wie, was? Was? Musst du die ganz zerfügen? Kann ich schon. Ach so, ach so. Auf links. Ich hab ZR und normal R verwechselt. Das ist ja Asteroids für moderne Menschen. Die müssen aus Asteroids und Geometry oder was? Ja. Das sieht gut aus.
deutsch passiert, außer ja. Das ist okay, extrem flüssig. Das wundert mich auch ein bisschen. Man muss hier wie bei S-Trolls aufpassen, dass man die Größe nicht verballert. Weil das mehr Kinder nicht entstehen. Genau. Kinder müssen verstanden. Kinder müssen verstanden. Also Drucker ist von den Kinder, aber es wird sicherlich nicht finalen Kinder. Das würde ich auch machen. Das ist mein Hat ja nichts mit dem Ja, das machen wir früher. Hä? Ah, jetzt laufe ich hier rum. Kannst du hüpfen? Du kannst ja auch hacken. Ja. Ja. Dann hier ist kein Idee. Ja. Auf Y. Ich finde dieses krasse Dauerfeuer geil. Aber ist es nicht ein bisschen unintuitiv, dass es auf links Stick ist? Dann schießt du immer auf die rechte Seite, nicht? Oder schießt nein, du auch mit links bewege ich mich. Nee. Und rechts ziele ich. Schultertaste meine ich. Nee, ich schieße mit der rechten Schultertaste. Ah, okay. Was machst du denn? Springen. Ah, gut. Komisch auch, ne? Dass man sich so daran gewöhnt hat, weil alle Spiele das machen, dass Schutz immer auf der rechten Schultertaste ist. Alle, wirklich. Call of Duty, alle irgendwie super machen, dass Shadow of War nicht übereinander schießt. Shadow of War wollen wir nicht sagen. GTA. Ah. Das kannst du hacken vielleicht. Ja, kann ich dann machen. Homing Missiles. Das ist gut. Press the R Button. Do not use with kitchen appliances. Kitchen? Ja. Also ich kann jetzt vom Zugucken her den ersten Part eigentlich cooler. Ich habe nicht gehofft, dass es so ein Weltraumspieler so arcade-mäßig wie früher ist. Yeah. Ich muss wahrscheinlich höher, damit der Strahl das Ding erreicht. Kamera habe ich jetzt kaputt gemacht, ne? Boah, unter Wasser. Alles gut oder schlecht? Gut. Also, mir gefällt es, dass es nicht nur so ein, so ein Ding ist. Ein schöner Glanz hier. Ich habe Missiles abgeschossen. Ich habe gar nichts gemacht. Weißt du, sondern dass es so krass abwechslungsreich ist. Immer mal der Kanone. Die Erbärmle. Das ist wieder gut über einen sehr alten Auto. Das scheint sich auch nicht gut zu steuern. Das ist extrem flüssig. Oh, Sonic. Ja. Aber die anderen verpacken aus. Das ist gut. Ich glaube, ja. Du musst ja jetzt. Jetzt bin ich explodiert. Failure. Okay, das sieht ganz interessant aus. Ja, kann ich nicht so sagen. Guck mal, ich bin hier gleich wieder in der Respawn. Guck, jetzt habe ich die Hunger gesagt. Ja. Wow. Und da wieder die Hunger gesagt. Das war's noch. Ich glaube, das stimmt. Ich war ein Film, den ich so länger gemacht habe. Weißt du? Das ist eine ganz gute Sache. Dann wird da sind nicht Sachen zum einen zusammen, glaube ich. Cool. Also da kann man wieder wechseln zwischen den Sachen. Ist das jetzt ein Eingang oder ist das verschließen? Auch gut. Und wieder bin ich explodiert. Failure again. Ja, willst du auch mal? Ja. Also ich würde mal rechts sagen... schießen. Ja, ja. Boah, Alter. Würdest du sagen? Ich muss mir den Federn des Spielverlauf ganz klein vorstellen. Ja. Die Schwierigkeitsrate. Und wenn du da so wirklich ein bisschen drin bist, auch sehr befriedigend.
Was jetzt zusammen? Schieß diese scheiß Dinger mal. Gut ab, ich schieß wieder. Kannst du hacken? Ja, ich finde das günstig. Und jetzt kannst du die Spinner. Ne. Dann kann man auch nicht jetzt ausschließen. Ja. Mit Y jetzt? Ne, doch nicht. Einfach mit dem Stick dahin. Und jetzt. Genau. Meinst? Ja. Mother Brain! Ja, feile alles ab. Mach mal den super Schuss mit R. Schlechter Rat. Oh, noch ein super Schuss. Ab. Ey, ich auch wieder Schuss. Das ist Endgegner. Ja, das ist eine Frage. Boah, Alter. Let down God. Ey, ja. Wollen wir das auch ganz durchspielen oder wollen wir zum nächsten Mal gehen? Das wird lang. Ja, es wird lang, es wird ein langes Video. Keine Ahnung, vielleicht mache ich auch zwei Teile draus. Vier Teile. Die Leute, die Brüder. Doppel-Special. Boah, das ist ein Verfolger. Jetzt. Richtig geil, mit diesen verschiedenen, auch diese schnellen Wechsel zwischen Unterwasser und allem. Das ist ein super Waffe. Nee, jetzt hast du wieder die anderen, weißt du? Und wechseln zwischen. Ich dachte erst, ich schaff den nie. Dann habe ich ihn gleich geschafft. Was mich aber mal positiv überraschen würde, weil so eine Art von Spiel allgemein. Warum bin ich so rot? Wenn du keine Health mehr hast. Jetzt noch weniger. Was würde dich positiv überraschen? Ich meine, das ist ein Spiel, da geht es doch jetzt ausschließlich um harte Action. Ja. Das ist super. Wie das ist das? Du kannst du bestimmt hacken, das ist gerade gelernt. Mit X. Healthboard. Ich hab auch nicht heil. Das ist ja nett. Komisch. Also, was findest du geil bei so einem Spiel? Da, also, es ist ja so. Er verfolgt dich, wenn er dich jetzt mag. Es geht. Oh. Es geht nur um Action und trotzdem scheinen sie da irgendwie sich irgendwie so eine Art Story ausdenken wollen. Das verstehe ich nicht mehr. Ich habe noch kein Wort davon gelesen, aber kommt immer irgendwelche Nachrichten. Du meinst, du willst einfach eine pure Action? Ja, warum lässt man das nicht weg? Ganz im Ernst, interessiert niemanden. Wirklich nicht. Oh, er hält mich einfach weiter. Ja, voller wie er kann. Ich meine, ist das jemand drum? Das ja, muss ich doch nicht sagen. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so eine Story. Ich glaube, das ist mehr so. Alter, Züge. Trains, what kind of Starship is this? Das ist mehr so auf dem Niveau. Schon okay. Mein Hackboard ist zerstört worden. Das ist mir mäßig. Also schon sehr kreativ. Nach rechts! Ja, von mir aus können wir aufhören. Finde ich auch. Wie sehr? Du hast die Macht und Steuerung. Das ist ein Kandidat für eine vorderen Plätze, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Typo Man. Was soll man sonst sagen? Ich finde, das macht einen sympathischen Eindruck. Ja? Ja. Wegen der Schrift unten? Ja, auch wegen der Schrift oben. Hauptsächlich wegen der Schrift. Also diese Schrift ist super. Es geht nicht weiter. Das ist echt meine Nummer 1. Ich habe einen Sieger.
Ich sag tschüss an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr euch unsere Nindis Spätzle angeguckt habt. Muss ich vielleicht hier was nehmen? Oder so? Kann mich nicht mal connecten, Alter. Also ich kann nichts machen. Es ist ja auch nicht repräsentativ für das Final Game. Also wir dürfen nicht zu viel erwarten. Das, ehrlich gesagt, ist glaube ich gerade die Wii U abgestürzt. Hör ich da Musik? Da ist was passiert. Was machst du jetzt gerade? Ich muss ganz kurz was machen. Und ich muss dir aber auch erzählen, mir wurde gerade ein Tipp gegeben, man sollte sich Sascha nicht live angucken. Wer ist Sascha? Ach, der. Okay, ich befolge das. Typo Man. Hier, offenbar geht's jetzt doch noch los. Event Preview. Okay. Da sind wir. Sieht aus wie Limbo. Aber eins. Aber da sind schon einige zerschellt. Ach, das sind Wörter. Buchstaben. Buchstaben. Look her. Limbo. Ja. Form. Hat er noch gefehlt in dem Satz. Ja. Buchstaben. Form hat gefehlt. Aber dafür haben wir ja Typo Man, der Press. Press? Steht da Press? ZR. Mach ich. Vielleicht musst du da oben draufstehen und ZR pressen. Tutorial. Ja. Mit ZR kannst du ziehen. Mit A kann ich aufheben. Ha, ich kann Buchstaben nutzen. Gute Art von Tutorial, oder? Auf jeden Fall. Richtig gut. M.O. On. Oh. Ach, wie cool. Ja. Das ist mal ein Indie-Spiel, was das Prädikat besonders wertvoll. Innovativ. Verdient. Ich mag sowas, wenn sie so, solche so mit explizit also Sachen einbauen und auch so selbstreferenziell mit Videospielen umgehen und so. So ein Fourth Wall Breaking. Ja, genau. Das. Craft. New Words. Down. Down, ja. Ganz hochheben. Dwon. Ja, ich bin down. Warum ist das jetzt so? Ah. Witzig. Extrem. Cooles Setting da hinten mit der apokalyptische, scheiß postindustrielle, kaputte Welt. Habe ich es nicht gleich gesagt? Was? Die Buchstaben. Sympathisches Spiel. Ich hab's gleich gesagt. Aber diese Abgründe sind ein bisschen unnötig. Ja, das stimmt. Es gibt keine wirkliche kompetitive Herausforderung eigentlich, oder? Und man muss tatsächlich sagen, hier, warum ich immer so viel sterbe, ist so ein bisschen wie bei dem alten Prince of Persia von 1990. Ja. Das Time des Sprungs ist nicht. Scheint verzögert zu werden. Ja, es ist schwer. Schwammig. Ja. Es ist schwer, schwammig. Es ist schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Das ist ein G, das ist ein R. Und du bist im Tod. Das ist ein G.
Und du bist im Tod. Ach, das ist der ganze Tod? Ich dachte, da kann ich ein bisschen hin. Nee, ist der ganze Tod. Du musst irgendwie versuchen... Grab! Ah, Grab. Das ist bestimmt. Jo. Du musst viel später springen. Du bist viel zu früh gesprungen. Und meinst du, Grab ist auch mit RZ? Wahrscheinlich, ne? Du bist viel zu spät im Flügel gesprungen. Ich glaube, ich hätte jetzt gedacht, automatisch. Warte. Das war der richtige Moment. Ist es automatisch? Weiß nicht, habe ich jetzt mal losgelassen? Ja, ist automatisch. Hüpf. Und hüpf. Use what? Part. Trap. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Richtig gut. Wie sie lauert, die Buchstaben. Okay, du kannst da wahrscheinlich. Du musst erst was lesen, um da vorbeizukommen. Whatever. Witzig. Sehr gut. Ich hoffe, der Mann hat viel Geld verdient, der sich diese Falle ausgedacht hat. Oder Frau. Kann auch eine Frau gewesen sein. S. Wieso ist das jetzt runtergefallen? Ach so, ich muss einmal die Trap auslösen. Mehrfach. Hat noch nichts. Jetzt. Oh, oh ja! Das T hat dich gerade noch erwischt. Dabei war es gar nicht mehr nötig. Ich bin ein bisschen geflasht von dem Serious Sam-Spiel gerade noch. Nachträglich. Ah, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Ich war nicht richtig geduscht. Warte, vielleicht kann ich mich damit schützen. Nee, ich weiß, wie du es machen musst. Der Vorstellen, wenn du überspringen? Nee, du musst das erst so machen, dass aus Strap Strap wird. Was? Aus was für? Aus das, wenn dann Trap steht, das S davor ist, dann steht ja nicht Trap, sondern Strap. Und dann? Wirst du ja sehen. Ich weiß es genau, ich sag's noch nicht. Okay, kann sein, es ist ja nur eine gute Intuition. Intuition ist doch logisch. Du kannst es doch auch ablegen, hast du gerade manchmal gemacht. Ja, oder so, schieben ist auch gut. Boah, er ist mega brutal. Parts. Genau, Plural. Er ist schon ein harter Hund. Use parts. The what parts? Parts of words. Parts of... Es kommt immer nur das S rausgefallen bei Use, ja? Ja. Oder Use Strap. Das ist wirklich sehr Limbo-artig. Auch von der Art, wie man da denken muss und so. Willst du mal? Bringt nichts, ne? Nee, das bringt nichts. Das ist ja kein Gameplay-Spiel. Nee. Ich muss ja auf jeden Fall nicht da hinten was machen damit. Hm. Dann mach die einfach platt. Kannst du die... Nee. Oh, warte mal, nee, ich hab noch eine letzte Idee. Ja. Zieh das Ding mal, genauso wie jetzt. Nein, ziehen. Ja, warte. Und dann, warte, nee, stopp. Ja, auf die andere Seite. Hier auf die andere Seite. Achso, springen. Ja. Ziehen und langsam, wenn er sich dann bewegt, also ne, dass er dich zerkloppen will, links rüberspringen. Dass das S vor dem T steht. Nee, das schafft man. Doch, aber es hat geklappt, es hat gedingelt. Aber in der Zeit da rüberspringen? Nee, vielleicht ist es doch nicht mit rüberspringen, sondern auch von der anderen Seite dahin schieben. Nee, dann. Ich glaube, er wird ja durch dich und nicht durch den Buchstaben ausgelöst. Weiß ich nicht genau. Okay, versuch's.
die. Aber es darf ja. Es, das Ding ist ja, es darf nicht durch den Buchstaben ausgelöst werden. Muss ich dann zurückziehen. Rechtzeitig. So schnell wie der Hund. Ja, der ist echt schnell, der Hund. Wie der Kettenhund, der Mario. Dann wirst du aber doch Strap. Was hat doch so ein Dingelgeräusch gemacht, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ne, ich glaube, so funktioniert es nicht. Nee. Dann doch eher andersrum. Ja, aber das schaffst du nicht, da kommst du nicht rechtzeitig weg. Das ist kettenhundmäßig so doll am Start. Kannst du das so ein bisschen schieben, dass es so wegrutscht, ohne dass du selbst damit mitgehst? Ist ja auch Quatsch. Das sah eigentlich ganz gut aus. Letzte Idee, ich habe das so nah ran schieben, dass es nicht zerklopft wird. Nach rechts hüpfen und gleich wieder nach links hüpfen. Wenn das hinhaut, zeitlich. Muss ich jetzt rausfinden, wo es nicht zerkloppt wird. Aber ja. Ja! Sehr gut. Pong saves the day once again. Da ist noch ein Guy. Hey. Da hasst mich. Das ist der Hassmann. Da besteht nur Hass im wahrsten Sinne. Wo ist der Hass? Voll Crush. Was steht da hinten? Crush. Wie aus einem Kratos. Kopf abgerissen. Kratos zerteilt die Menschen wie dich. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Zack, was? Hey, oh, jetzt stehen bleiben müssen. Wie bei, Episode 1. Spannend. Hoch und stehen bleiben. Bleib stehen. Yeah, das, der Hate ist over. Ja, nie over. Hm? Dwarf OP. Boah. Ihr macht die alle platt, ne? Oder macht ihr nur manche platt? Der macht alle platt. Ja, man, die hat er landen lassen, sah so aus. Ich brauch das Richtige. Crash. Da steht denn das Dwarf? Das ist ja Crash. PA. Ich glaube, alle Buchstaben, die du aneinander schiebst. Ja. Aber erst dann, wenn ich sie. Nämlich die Scribble Nords. Ja, okay. Wir können das nicht ewig weiter spielen, auch wenn das verlockend ist. Cool. Ja, wirklich cool. Typoman. Hat er auch schon eine coole Schrift am Anfang. Wir gucken uns das jetzt an. Hier drauf gucken wir uns das an. Die Spiele. Und sagen, welches am besten fällt. Ich glaube, es ist relativ klar, was der erste Platz geworden ist. Also für mich ist es dieses Taipo-Spiel. Ja, weil es einfach die interessantesten Shit hatte. Ja. Und für mich wäre der zweite Platz klar dieses Ballerding, ja. Weil das so abwechslungsreich war. Zustimmen. Und sie auch gut gespielt hat. Und
Bei 3 wird es jetzt schon schwierig. Ich glaube, dass das erste, das Runbow, sehr viel Potenzial hat für geile Chaotik, aber das ist trotzdem kein dritter Platz. Nee, will ich auch nicht sagen. Mutant-Ding ist richtig kacke. Also Mutant ist der letzte Platz, oder? Ja. Ja, doch, ich glaube schon. Was war das rechts oben nochmal? Das war dieses relativ langweilige, du fliegst durch und der Spinnengegner kommt mit dem Wobbit-Billy. Ja, das war wirklich langweilig. Das wäre für mich der vorletzte Platz, ehrlich gesagt. Ja. Weil das hat man einfach schon zu oft gesehen. Wir haben auch nicht so viel davon gesehen. Vorletzte Platz, dann würde ich sagen, dieser Sonic-Verschnitt der drittletzte. Ja. Und solide, aber überhaupt Platz nicht eigen. Platz 3, auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, was es ist, dieses Soul Axiom. Ja, würde ich auch sagen. Und dann würde ich tatsächlich, glaube ich, sagen, weil es so abgefahren war und so charmant war, dieses fröhliche Shooter-Spiel oder der Exorzist, wahrscheinlich eher der Exorzist, ne? Boah, schwierig. Oder noch das Runbow, was ja auch Potenzial hat für geiles Multiplayer-Chaos. Das sind die 3, die noch übrig sind. Ja. Okay, ich würde jetzt meine persönliche Reihenfolge sagen, von gut nach schlecht, von den 3. Schwer, ist wirklich schwer. Das ist echt schwer, die sind alle halt so unterschiedlich tatsächlich. Aber irgendwie auch alle so... Also es ist kein Herausstechen besser als das andere, fand ich. Also vielleicht würde ich sagen, weil ich die Idee da noch am besten finde, dass mit diesem Ghost-Ding, wo du dich selber killst. Ja, ne, das hält halt nicht so lange. Aber ansonsten glaube ich, da tendiere ich auch zu. Aber da tendiere ich auch ein bisschen zu. Ja, das kann ich, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst. Ich glaube auch, der Ghost-Trip hat eine coolere Idee. Dann das Runbow, genau. Weil das Runbow hat potenziell richtig geilen Multiplayer-Spaß. Und das ist zwar charmant und lustig und abgedreht, aber wir haben ja jetzt schon, war es ja schon frustig mit dem scheiß Ball. Und die Steuerung war auch nicht so geil. Die Steuerung kann ich beurteilen, ich habe es nicht gespielt. Das mit dem Frustig fand ich gar nicht schlecht, weil ich finde eigentlich gerade gut, wenn gerade solche fröhlichen Spiele dann aber auch einen knackigen Schwierigkeitsgrad haben. Und wenn das dann so, du hast ja auch sofort wieder gestartet, zwar immer wieder von vorne, aber da war ja überhaupt kein Break zwischen. Ja. Also ich glaube schon, dass man sich da... Das mag ich sowieso gerne bei diesen Spielen, das Schnelle. Genau, da kann man jetzt sich... Jetzt ist halt noch die Frage, sind diese 3 Spiele wirklich alle schwächer als Soul Axiom? Man weiß nicht, es war schon irgendwie interessant. Es war interessant, ja. Also, wir sagen, mit Typo Man 2. ist 1. Genau, Typo Man 1. Rife ist 2. Genau. Soul Axiom ist 3. Ja. Dann der Exorzist. Exorzist, ja. Dann auf 5 Runbow oder Lovely Planet? Runbow. Runbow, dann der Lovely Planet, dann der Freedom Planet, dann Former 8 und schließlich Mutant Nuts Super Challenge. Genau. Gut, so sind wir dazu gekommen zu dieser Reihenfolge. Es war uns ein Fest, dieses Special mit euch zu feiern. Haltet die Ohren steif und bleibt wacker. Und uns treu. Denn wer nicht treu ist, der ist untreu. Und untreue Leute sind immer unbeliebt. Bei jedem. Selbst andere untreue Leute finden dich als untreuen Menschen, sag ich gerüst, richtig doof. Sorry. Nein. Ich meine nur Teile davon ernst. Wir haben keine Suspended Software. Gute Nacht, bis bald. Die Leuchtenbrüder empfehlen sich weiter.